Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Lehrveranstaltung Algorithmische Modellierung, jetzt hier im Sommersemester 2014. Mein Name ist Carsten Weyer. Ich werde diese Veranstaltung durchführen und das heißt auch, dass ich sie vollständig durchführe. Das heißt also auch beim Übungsbetrieb und allem Weiteren haben Sie mit mir zu tun und nicht mit Assistenten. Sie sehen einen wichtigen Punkt erst einmal. Ich nehme diese Veranstaltung jetzt dieses Semester auf. Das ist die letzte einführende Veranstaltung von mir, die noch nicht aufgenommen worden ist. Ich hatte in den letzten Sommersemestern immer die GDI 2 am Hals und habe mich darauf konzentriert und hole das jetzt nach mit der Aufnahme. Zweites, was Sie sehen, ist, die Folien sind auf Englisch, aber wenn Sie nichts dagegen haben, sprechen wir hier auf Deutsch. Also ein relativ sanfter Einstieg in das Fach Englische. Zum Organisatorischen, also insbesondere Übungsbetrieb und Prüfung am Ende. Ich stelle mir mündliche Prüfungen vor, auch wenn ich sehe, dass das sehr viele mündliche Prüfungen werden, falls sie alle dann bei der Stange bleiben werden. Bin ich aber bereit zu machen. Ich kann nur jedem von Ihnen empfehlen, auf jeden Fall zu schauen, dass Sie mal mündliche Prüfungen während des Studiums gemacht haben, auch wenn es vielleicht am Anfang erst einmal für manche von Ihnen wie eine Zumutung klingen mag. Aber Klausuren bereiten einen nicht so richtig aufs Leben vor. Also erstmal haben Sie genug Erfahrung gesammelt mit Klausuren. Und wann können Sie später nach dem Studium nochmal mit einer Klausur konfrontiert werden? Entweder, dass Sie einen Sprachtest machen, um auszuwandern, irgendwo die Punkte zu kriegen für Ihre Auswanderung, oder dass Sie Ihren Führerschein wiederkriegen wollen. Ja, dann sind Sie nochmal mit einer Klausursituation konfrontiert. Allerdings sind Sie sicherlich in Ihrem Berufsleben später sehr häufig mit Situationen konfrontiert, die in vielerlei Hinsicht vergleichbar sind mit mündlichen Prüfungen, mit mündlichen Prüfungssituationen. Das fängt an beim Jobinterview, beim Bewerbungsgespräch, Kundenpräsentation, Vorstandspräsentation und so weiter und so fort. Außerdem ein weiterer Punkt, den einige von Ihnen auch schon, die bei mir Prüfungen gemacht haben, auch schon erlebt haben, ist, dass ich die mündliche Prüfungssituation immer auch nochmal verwende, um so ein kleines Beratungsgespräch fürs weitere Studium zu machen, ob Sie wollen oder nicht. Die Zeit nehme ich mir dann noch und ich glaube, dass es einige Studierende gab, die davon sehr profitiert haben. Gut, das ist Prüfungssituation. Mündliche Prüfungen haben noch einen großen organisatorischen Vorteil für Sie, nämlich wir können im gegenseitigen Einvernehmen den Prüfungstermin ausmachen. Ja, ich reserviere jetzt nicht irgendeine Woche, wo ich sämtliche Prüfungen, mündliche Prüfungen abnehme, sondern mir ist es im Grunde ziemlich egal, ob Sie ziemlich bald nach Ende des Semesters, manche sogar vor Ende der Vorlesungszeit, hatte ich jetzt auch in diesem Semester, letzten Semester gehabt, dass mehrere Studierende vor Ende der Vorlesungszeit die mündliche Prüfung ablegen wollten und auch abgelegt haben. Oder irgendwann am Anfang der vorlesungsfreien Zeit oder gegen Ende der vorlesungsfreien Zeit. Es gibt auch Nachzügler. Ich hatte erst letzte Woche noch, glaube ich, zwei Prüfungen algorithmische Modellierung von Leuten, die sich gesagt haben, im vorhergehenden Prüfungszeitraum war ihnen das zu eng. Sie wollten diese Prüfung lieber einen Prüfungszeitraum weiter hinausschieben. Habe ich alles mit kein Problem. Also im gegenseitigen Einvernehmen, wenn Sie ein paar Wochen vorher auf mich zukommen, dann können wir das auf jeden Fall so machen, dass es auch Ihren Zeitplanungen entspricht. Was allerdings hinzukommt, ist ein Übungsbetrieb, der natürlich keine Klausurzulassung beinhaltet, weil das nach Modulhandbuch nicht geht. Es gibt keine Klausurzulassungen für diese Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen, aber die Veranstaltung hat, glaube ich, 6 CP oder so etwas. Und das ist natürlich für 2 Semesterwochenstunden ein bisschen viel. Das wird aber gefüllt
mit etwas, was ich für verbindlich ansehe für den Prüfungstermin, also etwas, was vorher passieren muss, nämlich dass Sie die Übungsaufgaben bearbeiten, die Sie im Netz dazu vorfinden, und dass die nicht korrigiert werden, sondern die werden besprochen. Wenn Sie zu zweit oder zu dritt daran gearbeitet haben, können wir die gerne zu zweit oder zu dritt besprechen. Ansonsten dann eben jeweils mit Ihnen einzeln. Das ist auch etwas, was ich anbiete von meiner Zeit, dass ich mit jedem von Ihnen über die Übungsaufgaben, über Ihre Bearbeitung der Übungsaufgaben spreche. Ihnen nicht einfach irgendeine Musterlösung hinknalle, die vielleicht einen ganz anderen Lösungsansatz verfolgt als den Lösungsansatz, den Sie verfolgt haben, sodass Ihnen das herzlich wenig bringt. Und Korrekturen, wissen wir, bringt auch nur bedingte Einsicht in das Wesen der Probleme, die Sie da vielleicht hatten mit den Übungsaufgaben, sondern wir besprechen Ihre Aufgabe, Ihre Bearbeitungen. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren immer gemacht und ich denke, das kam auch immer gut an bei den Studierenden, die das gemacht haben. Und ich sehe keinen Grund, das nicht weiterzuführen, auch wenn, wie gesagt, das für mich einen zeitlichen Mehraufwand erfordert, als wenn ich das einfach einem Korrektur-Hiwi zum Korrigieren geben würde. Dieser Besprechungstermin für Ihre Bearbeitung der Übungsaufgaben muss aber rechtzeitig vor dem Prüfungstermin sein, also mindestens eine Woche davor. Mehr wäre besser. Das heißt also, Sie würden auf mich zukommen mit zwei Terminanfragen, eine Terminanfrage für die Besprechung der Übungsaufgaben, wo wir mindestens 1,5 Stunden einberechnen müssen. Ich würde sogar eher 2 Stunden einberechnen oder möglicherweise, wenn Sie früh genug kommen, auch auf zwei Termine verteilt und dann eben den Prüfungstermin. Bei der Besprechung der Übungsaufgaben nehme ich mir auch noch ein klein bisschen Zeit, um mit Ihnen über die Prüfungssituation zu sprechen. Also insbesondere bei denjenigen von Ihnen, die noch keine Erfahrung mit mündlichen Prüfungen haben. So, das ist das grundsätzliche Organisatorische. Ich werde jetzt auch im Nachgang zu dem, was ich jetzt gesagt habe, zu diesem heutigen Termin, werde ich auch noch mal im Forum entsprechend alles zusammenfassen, sodass Sie mit Antwort auf meinen Forumsbeitrag dann auch noch Nachfragen stellen können, für den Fall, dass irgendwas unklar ist. Wir benutzen wie immer das Fachschaftsforum der Informatik. Weiß irgendjemand nicht, wo er das findet? Okay, wenn das jeder weiß, dann ist das ja alles okay. Gibt es von Ihrer Seite aus jetzt konkrete organisatorische Fragen? Also, falls Sie später Fragen haben, können Sie gerne die Fragen an mich dann zu anderen Terminen hier richten oder eben im Forum stellen. Aber vielleicht haben Sie ja spontan jetzt eine organisatorische Frage. Bitte? Nein, nein, nicht unbedingt am Ende des Semesters, wann Sie wollen. Die Übungsaufgaben können Sie, wenn Sie wollen, wenn Sie der Vorlesung vorgreifen wollen, sogar jederzeit anfangen und finalisieren. Haben eben noch nicht mein Vorlesungsgequatsche zu den Übungsaufgaben dann mitbekommen. Sie können sich aber auch so viel Zeit lassen, wie Sie wollen, bis ich pensioniert werde, aber ich hoffe doch mal sehr, dass dann Ihr Studium vorbei ist, bevor ich pensioniert werde. Also keine Eingrenzung auf Ende des Semesters oder sonstige Zeiten. Ja, ich lege Wert darauf, dass alle Übungen bearbeitet sind. Bearbeitet heißt, wenn Sie irgendetwas nicht gelöst haben, das Sie nicht lösen konnten, dass Sie mir erklären können, woran Sie gescheitert sind. Aber es sind jetzt nicht so umfangreiche Übungen. Also bis jetzt hat sich, glaube ich, noch niemand beschwert. Und wenn ich mich recht entsinne, bei den Evaluationen wird ja auch immer die Frage gestellt, wie umfangreich die Übungen sind. Und da, glaube ich, kam jetzt kein auffällig negatives Ergebnis bisher raus, in keinem der Jahre bisher.
Auf einen Punkt muss ich Sie aber hinweisen, darauf werde ich Sie noch öfters mal hinweisen. Das hat nicht nur was mit dieser Veranstaltung zu tun, sondern bei jeder Veranstaltung, wo Sie ein bisschen freizügig bei dem Prüfungstermin sein können, achten Sie höllisch darauf, dass Sie in dem Semester in Tukan angemeldet sind, in dem Sie tatsächlich auch die Prüfung absolvieren. Wenn Sie nicht darauf achten, wenn Sie sich jetzt anmelden in diesem Semester und sich überlegen, naja, ich mach die Prüfung erst zu Weihnachten oder sowas, oder erst im nächsten Prüfungszeitraum im Februar 2015 oder sowas. Wenn Sie da nicht mehr dran denken, sich rechtzeitig abzumelden oder wenn Sie sich nicht mehr abmelden können, aufgrund der Fristen, dann haben Sie eine 5,0. Die kriegt man schon wieder raus. Das darf ich gar nicht sagen, dass man das wieder rauskriegt. Aber ist es mit erheblichem Aufwand verbunden. Sie müssten einen entsprechenden Antrag stellen beim Prüfungsausschuss und so weiter. Also besser schauen Sie genau, wie das ist, Prüfungstermin versus Semester der Anmeldung. Es gibt natürlich gewisse Toleranzen. Also für das Wintersemester jetzt geht die Toleranz so bis Ende April. Aber wenn Sie solche Toleranzen ausnutzen wollen, lieber sicherheitshalber nochmal im Studienbüro nachfragen. So, das war jetzt die Langantwort auf Ihre Frage. Weitere organisatorische Fragen? Also wie gesagt, Sie haben natürlich jederzeit weiterhin Gelegenheit, organisatorische Fragen zu stellen. So, dann möchte ich zum Inhaltlichen kommen. Allerdings heute natürlich nicht richtig anfangen zu blockern, sondern Ihnen einen ersten Einblick zu gewinnen. Vielleicht noch ein Punkt zur Aufnahme. Sie sehen, ich habe keine Kamera aufgestellt. Ich habe bei den anderen weiterführenden Lehrveranstaltungen jeweils mit der Kamera die Tafel aufgenommen, weil ich doch gerne an der Tafel arbeite. Allerdings ist die Qualität der Kamera von den Aufzeichnungsset vom HZ nicht besonders gut, sodass man nur erahnen kann, was da jeweils an der Tafel ist. Ich probiere es mal gucken. Bei der algorithmischen Modellierung werde ich wahrscheinlich nicht so viel an der Tafel sein wie bei anderen Lehrveranstaltungen. Aber meine Idee ist jetzt, dass ich mal gucke, dass ich alles, was ich hier an der Tafel vollende, dass ich das mal mit dem Handy dann aufnehme und die Bilder dann ins Netz stellen. Vielleicht, ich denke mir, dass die Qualität nur besser sein kann als mit der Kameras von dem Aufzeichnungsset. Gut, also ich will Ihnen heute nur einen gewissen ersten Eindruck vermitteln. Gehen wir jetzt diese Sachen durch. Überspringen wir diese ganzen Sachen. Wir werden systematisch durch das ganze Thema durchgehen, aber heute will ich Ihnen, wie gesagt, einen Eindruck vermitteln, worum es eigentlich geht in dieser Lehrveranstaltung. Und da will ich zwei Stationen ansprechen. Die erste Station ist diese hier. OPL ist der Name einer Sprache, LV Language. Aber die Funktion dieser Sprache, einer solchen Sprache, wie wir sie hier betrachten, ist nicht, dem Computer zu sagen, was er tun soll. Die Funktion ist nicht, dem Computer Anweisungen zu geben, sondern die Funktion einer solchen Sprache ist, Probleme, Problemstellungen zu beschreiben. Zu beschreiben in einer formalen Form, und formal heißt dann natürlich mit präziser, unzweideutiger Semantik. Dass man zwei Ziele damit erreichen kann. Erstens mal, wenn man die Sachen formalisiert hat, dann kann man sich darauf einigen, worüber man spricht. Man kann sich die Formalisierung ansehen und jeder, der diese Sprache versteht, die nicht sehr schwer sein wird, keine Sorge, jeder, der diese Sprache versteht, kann definitiv entscheiden, ob das die Problemstellung ist, über die wir gerade reden, oder ob sie das nicht ist. Der zweite Vorteil ist der, dass es Tools gibt und mit einem davon können Sie auch arbeiten. Dazu werde ich noch im Nachgang Informationen geben, dass es Tools gibt, die dann solche Sprachen auch verstehen und die versuchen dann
das, was Sie da spezifiziert haben als Problemstellung, dann tatsächlich auch zu lösen. Wir sind hier also in einer anderen Situation, einer gänzlich anderen Situation, als Sie das beispielsweise aus der GDI 2 kennen. Denken Sie an die GDI 2 zurück. Ich hoffe, mit nicht allzu viel Ingrimm. Denken Sie an die GDI 2 zurück. Da war diese typische Situation, man hat ein einfaches, schönes Problem wie das Sortierproblem oder kürzeste Wegeproblem oder ähnliches. Und das ist so gegeben, wie es ist, in ganz einfacher Form. Und die Aufgabe in der GDI 2 besteht darin, dafür Algorithmen zu entwickeln, die diese gegebene Aufgabe lösen. Wir gehen hier in dieser Lehrveranstaltung einen Schritt zurück. Denn im Normalfall, wenn Sie versuchen wollen, die Optimierungsprobleme, die algorithmischen Probleme eines Kunden zu lösen, dann ist die Problemstellung im Allgemeinen nicht so klar und offensichtlich vorliegend wie in der GDI 2 mit dem Sortierproblem oder String-Matching-Problem oder was auch immer, sondern sie ein wesentlicher Bestandteil, häufig genug der Hauptbestandteil, ihrer Arbeit besteht darin, diese Problemstellung erst einmal wirklich zu erarbeiten mit dem Kunden und in eine formale Form zu fassen, von der sie dann aus losgehen können und entweder einem solchen Allzwecktool die Lösung versuchen zu überlassen oder Alternative, die dornigere Alternative, dass sie versuchen, für diese spezielle Situation einen speziellen Algorithmus selber zu entwickeln. Dieses Zweite, beides, wie so ein allgemeines Tool funktioniert, genauso wie man versuchen kann, selber Algorithmen zu entwickeln, das ist Stoff einer anderen Lehrveranstaltung, die ich anbiete, die Optimierungsalgorithmen im Wintersemester. Hier bleiben wir an der Stelle stehen, wenn wir sagen können, wir haben das Problem fertig spezifiziert. Das ist schwierig genug, aber auf der anderen Seite denke ich auch spannend genug. Die Kompetenzen, die Sie dabei erwerben, insbesondere nicht nur, wenn Sie zuhören hier, sondern wenn Sie wirklich mit den Übungsaufgaben sich dann abmühen, die Kompetenzen, die Sie dabei erwerben, gehen weit über das Algorithmische hinaus. Ja. Im Grunde sind es dieselben Kompetenzen, die Sie brauchen, wenn Sie beispielsweise ein Datenbankschema entwickeln wollen für eine nicht primär für eine komplexe Situation. Es sind immer wieder letztendlich dieselben Gedanken. Hier im Algorithmischen, wahrscheinlich in der kompliziertest möglichen Form im Rahmen der Informatik, sodass man sagen kann, wenn Sie das hier gemeistert haben, und ich bin zuversichtlich, dass Sie das meistern werden, wenn Sie hier die algorithmische Modellierung gemeistert haben, dann sind Sie fit für Modellierungsaufgaben in der Informatik generell. Dann brauchen Sie vor Kunden keine Angst mehr zu haben. Gut. Das war jetzt ziemlich viel allgemeine Vorrede. Fangen wir mal an, heute, wie gesagt, nur beispielhaft mal zu sehen, was das alles bedeutet. Ich werde hier mir die Freiheit oft nehmen, das sehen Sie jetzt, ein bisschen Folien zu überspringen. Die Folien, die ich überspringe, sind nicht nutzlos. Keine Sorge, hier sind keine nutzlosen Folien drin. Aber das, was auf diesen Folien steht, ist nochmal schriftlich das, was ich hier auch mündlich sage. Das heißt also, das, was ich hier mündlich sage, können Sie dann nochmal in schriftlicher Form, nämlich in den Folien, die ich übersprungen habe, dann mit nach Hause nehmen. So, ich hange nämlich gerade heute ein bisschen von Beispiel zu Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wovon ich jetzt eben eigentlich gesprochen habe. Hier ist ein allererstes Beispiel einer Spezifikation, nicht eines Programms, sondern einer Spezifikation in OPL. Und Sie sehen, was ich schon versprochen hatte, so schwierig ist diese Sprache jetzt nicht. Fangen wir mal an, hier mit der ersten Zeile. Der Name Float ist Ihnen wohl vertraut, reelle Zahlen. Plus ist unsigned, also nicht negative reelle Zahlen. Pi ist der Name einer Variablen oder Konstanten.
in diesem Fall einer Konstanten, weil der Wert schon vorgegeben ist. Ich glaube, die erste Zeile ist keine Schwierigkeit. Eine Konstante namens Pi vom Typ nicht negative reelle Zahl ist eingerichtet und initialisiert worden. Das zweite, da muss ich Sie darauf hinweisen, dass dieses Punkt, Punkt, Punkt nicht bedeutet, und da steht noch irgendwas anderes, was uns nicht interessiert, sondern ganz im Gegenteil, dieses Punkt, Punkt, Punkt ist ein sprachliches Konstrukt, ein sehr wesentliches sprachliches Konstrukt, an dem wir uns klar machen müssen, wie das Ganze prinzipiell funktioniert. Ich hatte davon gesprochen, es gibt Tools, die solche Sprachen wie OPL verstehen. Und damit werden Sie dann auch umgehen. Ist nicht unbedingt notwendig, damit umzugehen, um die Übungsaufgaben zu bearbeiten. Sie können die Übungsaufgaben auch allein mit Stift und Papier bearbeiten. Ist überhaupt kein Thema. Aber die meisten von Ihnen werden das sicherlich gerne mal damit herumspielen. So, was hat es mit diesem Punkt, Punkt, Punkt auf sich? Damit hat es auf sich, dass der Radius nicht eine Konstante ist, wie die Zahl Pi. Wäre auch schlecht für eine allgemein verwendbare Spezifikation, wenn der Radius fest verdrahtet wäre, sondern dass er von außen eingelesen wird. Und die Logik ist die, so ein Tool, was eine solche Sprache versteht und versucht, das Problem, was Sie spezifiziert haben, zu lösen, das bekommt zwei Eingaben. Das eine ist die Spezifikation, das ist das, was Sie an der Tafel sehen. In diesem kleinen Beispiel, natürlich nur ein sehr kleines Beispiel hier. Das ist eine Eingabe. Und das zweite ist eine Datei mit Werten. So. In diesem Fall ist nur ein Wert relevant, nämlich Radius. In dieser Datei steht irgendwo in der Syntax des Tools, in der Syntax, die das Tool voraussetzt für die Eingabedatei, steht irgendwo eine Zeile, wo Radius gleich das und das steht. Also so etwas wie eine Konfigurationsdatei, wenn man will. Im Normalfall bei einer richtigen Spezifikation, bei einer richtigen Problemstellung stehen da natürlich viel, viel mehr Werte drin als nur der Wert vom Radius. Aber jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja gesagt, dass ich alles hier aufnehme. Ja, deutlich besser als mit der Kamera. Mal gucken. Neue Form von Multimedia-Vorlesung. Mit etwas viel Handarbeit dabei. So, da können viele Zeilen drin stehen, wo verschiedene Werte definiert werden, und in einer Zeile steht, genau einer Zeile, steht drin, welchen Wert der Radius hat. Und wenn das Tool laufen gelassen wird, wird es mit dieser Eingabedatei zusätzlich zur Spezifikation laufen gelassen, und daraus wird dann der Wert des Radius gelesen. So, das ist die Logik davon. Jetzt gehen wir. Das heißt also, Pi ist eine Konstante und Radius ist in dem Sinne eine Eingabe, die nicht wie Pi eine Konstante ist, sondern die eben von Lauf zu Lauf des Tools unterschiedlich sein kann. So, jetzt sehen Sie hier ein Schlüsselwort var, was Sie auch aus einigen Programmiersprachen kennen. Nochmal Betonung, das ist keine Programmiersprache, sondern eine Spezifikationssprache. Auch wieder ein Float Plus mit dem Namen Fläche, Area. So, Sie haben ja schon gesehen, was hier gelöst werden soll, was hier rauskommen soll. Es soll zum eingelesenen Radius die Fläche berechnet werden. Dazu gibt es hier eine Klausel solve mit geschweiften Klammern. Und das, was hier unten steht, das wird Sie hoffentlich ein bisschen verwundern.
Ich hätte jetzt auch einfach schreiben können, so wie immer, Area gleich Pi mal Radius mal Radius. Richtig? Ja. Hätte ich einfach schreiben können, nicht? Wäre völlig dasselbe gewesen. Hätte sie aber in die Irre geführt, denn Area gleich Pi mal Radius sieht sehr stark aus nach einer Zuweisung. Hier gibt es keine Zuweisungen in einer Spezifikationssprache, sondern Sie können nur Bedingungen formulieren. Sie können nur die Bedingung formulieren, dass die Fläche gleich Pi mal Radius ist. Oder alternativ können Sie auch die Bedingung formulieren, dass Radius mal Pi gleich Fläche durch Radius ist. Ich habe hier das so formuliert, um Ihnen deutlich zu machen, das ist keine Zuweisung. Man würde dann natürlich später immer Area an die linke, auf die linke Seite tun, aber hier nun mal, um das deutlich zu machen. Das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel. Wir werden gleich kompliziertere Beispiele sehen, wo der Sinn der Sache dieser Bedingungen sicherlich deutlicher wird. So, Sie sehen das, was ich eben gesagt habe, dass. Ach so, vielleicht noch der Punkt hier, nochmal, um das ganz deutlich zu machen. Wahr heißt, das Schlüsselwort wahr besagt, dass dieser Wert hier nicht eingelesen wird und auch nicht gesetzt wird, nicht so wie Radius eingelesen und nicht wie Pi als Konstante gesetzt wird, sondern das ist ein Wert, jeder Wert, jede Variable, die mit wahr deklariert ist, soll vom Tool berechnet werden. Da soll ein Wert berechnet werden, der die Bedingungen erfüllt. In diesem Fall nur eine Bedingung hier, Radius mal Pi gleich Area durch Radius. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, Sie werden sich schnell dran gewöhnen können. So. Heute, wie gesagt, nur mal nur eine kleine Rundtour. Gehen wir zum nächsten Beispiel. Sind die Beispiele groß genug, dass Sie das erkennen können? Sollen wir ein bisschen die Sonne rauslassen? Draußen lassen? Ist vielleicht besser, ne? Sie können natürlich auch gerne jederzeit von sich aus solche Anregungen machen, dass wir hier Verdunklung machen oder ähnliches. So, in der Zwischenzeit kann ich ja noch mal ein bisschen weiterreden. Worum geht es jetzt hier? Es geht jetzt um ein komplizierteres Problem, als nur einen Wert zu berechnen, sondern es geht darum, um Folgendes. Sie haben eine gewisse Menge von verschiedenen Gütern, die jeweils für sich einen Wert haben. Ja, irgendwelche Güter, das können wir ganz abstrakt sehen, ja. Denken Sie daran, dass Sie eine WG auflösen wollen. Oder eine Ehe auflösen wollen oder was auch immer und die Güter halbe halbe nach ihrem Wert auf die beiden Mitglieder der WG verteilen wollen. Hier jetzt nur zwei, man könnte das Ganze natürlich auch für drei oder mehr Mitglieder der WG machen. So, was sehen Sie jetzt hier? Sie sehen zunächst einmal, Schlüsselwort int, ja, was wird das wohl sein? Int plus sind natürlich nicht negative ganze Zahlen. Und diese Number, das ist die Anzahl der Güter, die wir betrachten wollen, die wird ebenfalls eingelesen aus einer solchen Datei mit Werten. Hier sehen Sie auch etwas weiteres, was eingelesen werden soll. Wieder float plus, also nicht negative reelle Zahlen und nicht einzelner Wert, sondern raten Sie, was das ist, was das für eine Syntax ist. Das ist ein Array mit Indizes 1 bis Number. Also wir lesen zuerst die Anzahl der Elemente dieses Arrays ein, die Anzahl der Güter, und dann lesen wir die einzelnen Elemente ein. Mit der entsprechenden Syntax,
die das Tool verlangt, sind diese Werte in der Eingabedatei enthalten. So, das haben wir alles jetzt eingelesen. Wir haben die Anzahl der Güter und ihre einzelnen Werte eingelesen. Und die Anzahl der Güter steht in der invariablen Number und die einzelnen Werte der einzelnen Güter stehen in diesem Array mit Index 1 bis Nummer. Sie sehen, im Gegensatz etwa zu Java, C und C++, Arrays müssen nicht unbedingt mit Index 0 beginnen, sondern sie können beliebige Indizes wählen, so etwa wie in Pascal-artigen Sprachen. Falls Sie mit Pascal-artigen Sprachen vertraut sind, Delphi und so weiter, dann werden Sie sicherlich hier einiges wiedererkennen. Einige syntaktische Sachen sind aus dieser Sprachfamilie entnommen. So, hier wissen wir jetzt, Schlüsselwort var bedeutet, dass es etwas, was das Tool berechnen soll, was wir nicht einlesen, sondern was wir als Ergebnis der Berechnung herausbekommen wollen. Ebenfalls ein Array, was ich für Person 1 genannt habe, in Plus, und Sie sehen hier schon die Möglichkeit einer Einschränkung, dass die Werte, die hier drin sind, in 0,1 sind. Was soll die Semantik dieses Ergebnisses sein? Die Semantik soll sein, also zunächst mal stellen wir fest, in 0,1 int, das bedeutet, jede einzelne Komponente dieses Ausgabe-Arrays ist entweder Wert 0 oder Wert 1. Die Semantik soll sein, 1 steht an einem Index, wenn dieses zugehörige Gut für die Person 1 der Person 1 zugeordnet wird, 0 entsprechend, wenn dieses zugehörige Gut der Person 2 und eben nicht der Person 1 zugeordnet wird. Das soll die Semantik sein. Und genau das ist der Punkt, das ist immer wieder die Logik. Wir überlegen uns, was soll die Semantik sein von dem, was rauskommt. Und diese Semantik müssen wir dann dem Tool erklären in Form von Bedingungen. Die ersten beiden Bedingungen sind redundant, die sind redundant zu diesem in 0,1, die habe ich nur deshalb drin, damit wir mit einfachen Bedingungen anfangen könnten. Wir können die ersten beiden Bedingungen auch unterschiedslos rauslassen, aber sie sind so schön einfach im Verhältnis zur Bedingung, die danach kommt. Deshalb kann man da gut so ein paar grundlegende Sachen betrachten. So, for all, man kann es fast lesen, nicht? Für alle Indizes in dem Bereich, um den es geht, von 1 bis Number, also für alle Indizes von Gütern, für alle Güter, soll gelten, dass der Eintrag in Vorperson 1 größer gleich 0 ist. Und nochmal dasselbe, zweite Zeile, für alle Güter, für alle Indizes in den Güterindizes, soll gelten, dass der Eintrag für Person 1 kleiner gleich 1 ist. Ist wie gesagt redundant zu diesem in 0,1, ist nur aus didaktischen Gründen drin, könnte man auch genauso gut rausstreichen. Die dritte Bedingung hingegen ist jetzt der interessante Punkt. Hier ist die Essenz dieses Aufteilungsproblems drin. So, also vielleicht nochmal ganz kurz, bleiben wir nochmal ganz kurz bei den ersten beiden Bedingungen. Was Sie sich klar machen müssen, ist, dass hier Number viele Bedingungen stehen. Für jeden Index i in 1 bis an Number steht durch das for all hier eine Bedingung, nämlich, dass für Person 1 von Index i größer gleich 0 bzw. in der zweiten Zeile kleiner gleich 1 ist. Ja, das ist das, was Sie auch in der Mathematik kennen, den Allquantor. Das ist, for all ist nichts anderes als der Allquantor, den Sie aus der Mathematik kennen, den Sie mit so einem komischen V-Häkchen oder so wahrscheinlich geschrieben haben. Nehme ich doch an, oder? Sie kennen den. Gut. So, nachdem wir jetzt einen Einblick in die ersten zwei Zeilen gewonnen haben, was hier vor sich geht, was hier die Logik ist, können wir uns an die dritte Bedingung wagen, den dritten Satz von, das ist tatsächlich eine Bedingung nur, da ist kein for all. So, was steht hier? Gucken wir uns mal erstmal die letzte Zeile an. Hier steht erstmal ein gleich.
Es ist eine Gleichung, die hier steht als Bedingung. Gucken wir uns die rechte Seite der Gleichung an, also hier diese unterste Zeile. Ein neues Schlüsselwort, was jetzt auch nicht gerade überraschend ist, sum für Summe. Die Summe über alle Indizes 1 bis Number Values von i. Was steht hier in der untersten Zeile, rechte Seite von diesem Gleichheitszeichen? Hier, was steht da als Wert? Als Wert steht die Summe aller Werte aller Güter. Die summieren wir alle auf. Ja, so wie Sie das in mathematischer Notation kennen. Summe i gleich 1 mit einem Sigma, i gleich 1 bis Number, Values von i. Das ist der Wert, der auf der rechten Seite, also da ich es untereinander schreiben musste, eben im unteren Teil dieser Bedingung habe. Und der soll durch das Gleichheitszeichen gleich sein einem anderen Wert, der hier steht. Ich hatte ja gesagt, was das Ziel ist. Das Ziel ist, die Güter, die diese WG hat, halbe halbe, exakt halbe halbe aufzuteilen. Das heißt also, hier steht zweimal irgendwas, zweimal das, was Person 1, die Logik dieser Bedingung ist, zweimal das, was Person 1 kriegen soll, ist an Werten von Gütern, ist der Gesamtwert aller Güter zusammengenommen. Ja, ich hätte auch die 2 mal 2, hätte ich auch auf die rechte Seite tun können. Hier hätte ich durch 2 teilen können. Wäre genau auf dasselbe herausgekommen, bis auf numerische Probleme möglicherweise. Sie wissen ja, man sollte Division möglichst eher aus numerischen Gründen, wenn es geht, vermeiden. Also habe ich es hier in die linke Seite getan, als Produktbildung. Zweimal das, was die Person 1 kriegt, ist die Gesamtsumme. Oder andersrum, Gesamtsumme durch 2 ist das, was Person 1 kriegen soll. So, warum steht da das, was Person 1 kriegen soll? Die Summe ist wieder klar. Wir summieren über alle Güter. So, aber jetzt nicht einfach nur die Werte, sondern die Werte, jeden einzelnen Wert eines Gutes multipliziert mit dem Inhalt dieses Arrays. Dieses Arrays, was nicht gegeben ist, sondern was berechnet werden soll durch das Tool. Die Values sind gegeben. Diese Werte hier vor Person 1 sind nicht gegeben. Und wir sagen dem Tool, er soll die Werte so berechnen, dass das hier, diese Summe, genau die Hälfte ist von dieser Summe hier unten. So, was steht hier für jedes einzelne Gut mit Index i? Was ist dieser Summand? Welchen Wert hat er? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder vor Person 1 von i ist 0, dann hat dieser Summand den Wert 0. Wird nicht mitgezählt. Der Wert dieses Gutes wird nicht mitgezählt. Oder hier steht vor Person 1 von i gleich 1, dann wird Values von i gezählt. Das heißt, was hier in der vorletzten Zeile, was hier in der Summe aufsummiert wird, sind die Values aller derjenigen Güter, die für Person 1 sind. Und damit passt die Logik zusammen. Das mal 2 soll der Gesamtwert aller Güter sein. Und damit, durch diese Bedingung ist erzwungen, dass Person 1 genau die Hälfte Güter bekommt in einem Gesamtwert, der exakt der Hälfte der Gesamtwert aller Güter spricht. So, jetzt haben wir aber hier natürlich noch ein Problem. Es muss ja gar nicht sein, dass das 50-50 aufgeht. Wenn es nicht 50-50 aufgeht, wird uns diese Spezifikation hier nicht weiterhelfen können, denn sie wird entweder eine Lösung finden, wenn es 50-50 aufgeht,
Oder das Tool wird sagen mit dieser Spezifikation, sorry, ich konnte keine Lösung finden. Ja, das ist aber nicht das, was man typischerweise in der Realität haben will, nicht? Was man haben will, wenn es nicht 50-50 genau aufgeht, ist, dass man möglichst nahe an 50-50 rankommt. Aber das leistet diese Spezifikation nicht, weil die weiß nur, so wie sie hier formuliert ist, weiß sie nur, wenn ich Belegungen, 0,1 Belegungen für die Komponenten dieses Arrays finde, sodass es aufgeht, dann gebe ich eine solche Belegung aus. Oder wenn ich das nicht finde, gebe ich aus, konnte keine Lösung finden. Also müssen wir noch ein bisschen mehr schauen. Wir müssen noch paar mehr Sachen lernen über OPL, um das auszudrücken, was ich jetzt gesagt habe. Wir wollen möglichst nah an 50-50 rankommen. So. Und das leistet diese Spezifikation. Gehen wir die wieder Punkt für Punkt durch. Die erste Zeile ist nichts Neues. Ein nicht negatives Int wird eingelesen aus der Eingabedatei, hat den Namen Number und darin steht dann eben die Anzahl der Güter, die aufzuteilen sind. Das hier ist Neues, aber nur syntaktischer Zucker. Das heißt also eine gewisse Abkürzung. Das kennen Sie auch aus verschiedenen Programmiersprachen. Java hat das ja inzwischen auch, glaube ich, oder? Nee, Java hat Enums. Aber Ranges hat es, glaube ich, nicht, oder? Ich bin ein bisschen abgehängt in den neueren Entwicklungen von Java. Gut, aber Sie kennen das vielleicht aus anderen Programmiersprachen, wieder mal auch die Pascal-artigen Programmiersprachen. Ich gebe diesem Bereich 1 bis Number einen Namen, in Englisch Indices, also die Indizes, klar. Und Sie sehen, kleiner Sprung nach vorne, Sie sehen, wie sich das ändert. Hier steht nicht mehr I in 1 bis Number, sondern hier steht I in Indices. Naja, gut. Wie ich sagte, syntaktischer Zucker ist jetzt, könnte man auch vermeiden, muss man nicht haben, aber macht es vielleicht lesbarer. So, jetzt lesen wir wieder, wie bisher. Auch diese Zeile ist nichts Neues, außer dass jetzt eben Indices hier steht und nicht mehr 1 bis Number. Lesen wir hier die Werte der Güter ein. Vielleicht noch mal ganz kurz, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, bei Ranges sind immer zwei Punkte. Das gehört zur Syntax. Während beim Einlesen aus der Eingabedatei sind es immer drei Punkte. Gut. Diese Zeile hier ist auch nichts Neues. Die hatten wir eben in der Spezifikation auch. Außer eben, dass wieder Indizes steht statt 1 bis Number. Das ist der 0,1-Vektor, der uns für jedes einzelne Gut sagt, ob es für Person 1 oder nicht für Person 1 ist. Zur Erinnerung, für Person 1 heißt, die Komponente hat den Wert 1 und nicht für Person 1 ist, die Komponente hat den Wert 0. Diese beiden zusätzlichen Ausgaben könnte man auch vermeiden, hätte man nicht haben müssen. Dienen erstmal zur Demonstration, dass man mehr als hier zur didaktischen Demonstration, dass man mehr als eine Ausgabe haben kann und dient zur Abkürzung. Ich kann die Bedingungen und die Minimierung kürzer schreiben, indem ich hier diese beiden zusätzlichen Variablen einführe. Das eine Total Sum ist die Gesamtsumme aller Güter, die Gesamtwerte aller Güter, die Summe davon. Und Sum for Person 1 ist das in Summe an Werten, was die erste Person kriegen soll. So, mit den beiden zusätzlichen Variablen, die ich wie gesagt auch hätte unterlassen können, liest sich das Ganze so. Lassen wir mal diese Zeile kurz aus, gehen wir nochmal hier rein. Hier sind nochmal die Bedingungen drin. Die haben wir eben im Prinzip auch gesehen. Diese zwei Bedingungen sind exakt dieselben, wo ich eben gesagt habe,
die sind redundant, die hätte man auch fallen lassen können. Die könnte man auch rausstreichen, es ändert sich nichts, weil hier in 01 steht. Deshalb braucht man nie, eigentlich nicht nochmal extra zu sagen, dass die Werte in diesem Array größer gleich 0 und kleiner gleich 1 sind. Hier haben wir jetzt im Prinzip zwei Bedingungen, die einfach nichts anderes tun, als hier diese Abkürzungen festzulegen. Die Gesamtsumme soll dieser Term sein, den wir schon kennen, die Summe aller Werte aller Güter, die aufzuteilen sind. Das ist die Gesamtsumme, Total Sum. Und Sie sehen auch hier wieder, ich hätte es natürlich umgekehrt schreiben können, Total Sum gleich dieser Summe wäre exakt die identische Bedingung gewesen, die ich formuliert hätte, exakt äquivalent. Nur dann hätte es wieder so ausgesehen, als wäre das eine Zuweisung. Und zumindest jetzt am Anfang möchte ich Sie bei jeder Gelegenheit damit konfrontieren, dass das keine Zuweisungen sind, sondern hier wird eine Bedingung formuliert, dass dieser Wert, Total Sum, gleich dem Wert dieser Summe ist. Und hier genau dasselbe. Diesen Ausdruck linker Hand kennen Sie schon von der letzten Spezifikation. Wir summieren alle Werte auf, aber immer jeden Wert multipliziert mit 0 oder 1. 0 heißt, dass dieser Wert eben nicht mit aufsummiert wird. 1 heißt, dass dieser Wert mit aufsummiert wird, sodass herauskommt, die Summe aller Werte, bei denen vor Person 1 gerade 1 ist, also die Summe aller Werte, die der Person 1 zugewiesen werden. Und das soll der Wert der Variable gleich dem Wert der Variablen Sum for Person 1 sein. So, jetzt gehen wir zurück auf diese Zeile. Die ist jetzt grundsätzlich neu. Vorher hatten wir nur ein solve als Schlüsselwort, um einzuleiten. Jetzt kommen die Bedingungen, die erfüllt werden sollen. Jetzt haben wir hier ein Schlüsselwort minimize, was selbstredend das tut, was der Name sagt. Es soll ein Wert minimiert werden, der Wert, der hier steht, den wir uns gleich nochmal genau ansehen. Und jetzt sehen Sie hier die englische Formulierung subject to. Damit werden Sie auch vertraut werden. Minimize oder maximize steht immer statt solve subject to. Und das heißt ins Deutsche übersetzt, und in diesem Kontext heißt es ins Deutsche übersetzt, unter der Bedingung das. Subject heißt, wenn ich meine Lateinkenntnisse noch richtig in Erinnerung habe, so viel wie unterworfen. Es gibt auch sicherlich Leute bei Ihnen, bei denen die Latein nicht 25 Jahre, nee, 30 Jahre her ist. Stimmt? Okay, also unterworfen diesen Bedingungen, so kann man es vielleicht übersetzen. Ich habe noch nie verstanden, warum das Subjekt eines Satzes das unterworfen ist, aber gut. So, was wird hier minimiert? Das ABS kennen Sie aus diversen Sprachen. Absolute, englischer Wort, absolute value, der Betrag ist hier wie in vielen Sprachen eingebaut. Und der Betrag von dem hier, was steht hier? Wir wollen ja, dass die Gesamtsumme der Werte für Person 1 möglichst nah an der Hälfte der Gesamtsumme überhaupt ist. Oder andersrum, wir wollen, dass das Doppelte der Gesamtsumme für Person 1 möglichst nah an der Gesamtsumme ist. Wie drücken wir in der Mathematik generell aus, dass zwei Werte möglichst nah beieinander sein sollen? Und zwar, wobei uns egal ist, ob so rum oder so rum. Das drücken wir dadurch aus, dass wir den Absolutbetrag der Differenz hernehmen und sagen, der soll möglichst klein werden. Und genau das tun wir in dieser Zeile. Minimiere den Abstand, den absolut genommenen Abstand, weil uns egal ist, was von beiden größer ist,
Minimiere den Absolutbetrag des Abstandes zwischen doppelter Hälfte und Gesamtsumme. So, damit haben wir schon hier eine erste vollständige Spezifikation, die irgendwie Sinn macht, nicht? Die ein durchaus reales Problem löst, beziehungsweise in vielen realen Problemen in der Logistik, wo es beispielsweise darum geht, verschiedene Aufgaben, Fuhren auf LKWs zu verteilen oder verschiedene Aufgaben in der Fabrik auf Maschinen zu verteilen oder ähnliches, taucht exakt oder mehr oder weniger diese Problemstellung vielleicht nicht nur mit zweien, sondern mit vielen verschiedenen taucht genau diese Problemstellung als Teilproblem auf. Ja, wir werden sehen, dass eine normale Problemstellung für ein Problem aus der Praxis natürlich sehr viel komplizierter ist als diese einfache Problemstellung, aber es sind solche immer wieder wiederkehrenden Muster. Sie haben eine Frage? Ach so, Sie hatten so verkniffen mit dem... Ach so, Entschuldigung. Gut. Gehen wir zu einem weiteren Beispiel, wo wir nicht weit weg sind, hier an der Uni, und was zugleich der Gegenstand des zweiten Übungsblattes ist. Also das erste Übungsblatt ist ein bisschen warm werden mit dem ganzen Thema. Das zweite Übungsblatt ist richtig ein thematisches Übungsblatt mit der Zielsetzung, einen echten Lerneffekt bei Ihnen zu bewirken. So, worum geht es? Es geht um das leidige Problem. Wir haben hier eine Hochschule. Wir haben Lehrveranstaltungen und diese Lehrveranstaltungen müssen auf Hörsäle und Zeitslots verteilt werden. Wobei ich jedes Jahr in die Runde frage, ob Sie ein besseres Wort, also eine deutsche Übersetzung oder irgendwas anstelle von Zeitslot haben. Etwas, was genau, also wenn ich von Zeitslot rede, wissen Sie sofort alle, was gemeint ist. Man kann es natürlich umschreiben, aber ob man dann genau weiß, was damit gemeint ist, ist fraglich. Gut, brauchen wir jetzt hier nicht. Aber da sind natürlich gewisse Nebenbedingungen drin. Wenige dieser Nebenbedingungen betrachten wir jetzt heute hier auf den Folien. Weitere Nebenbedingungen und auch Optimierungsziele betrachten Sie auf dem zweiten Übungsblatt. So, was betrachten wir hier an Nebenbedingungen nur? Wir betrachten nur als Nebenbedingungen zwei Dinge. Erstens, dass die Anzahl der Sitzplätze ausreicht für die zu wartende Anzahl von Studierenden. Und zweitens, wenn zwei Lehrveranstaltungen in Konflikt sind, zum Beispiel die GDI 1 und die Mathe 1 für Informatiker, ja, die sollen nicht gleichzeitig stattfinden oder zeitlich überlappend stattfinden natürlich. Das ist natürlich eine gewisse Problematik hier, gerade in Deutschland ist es eine Problematik. In anderen Ländern ist es überhaupt kein Problem. Da müssen sich die Studierenden vor dem Semester anmelden zu den Kursen und dann weiß man vor dem Semester, wer in welchen Kurs geht und kann dementsprechend die Planung machen. Das ist natürlich auch eine etwas andere Situation als bei uns. Da sind die Studierenden, insbesondere die Undergraduate-Studierenden, die Bachelor-Studierenden, sind auf dem Campus. Ja, die sind nicht anderthalb Stunden weit weg im Odenwald oder im Taunus oder irgendwo, sondern leben auf dem Campus und suchen sich dementsprechend nicht die Lehrveranstaltungen nach Wochentagen oder ähnlichem aus, sondern umgekehrt. In dem Moment, wenn die Studierenden sich die Lehrveranstaltungen aussuchen, wissen sie noch nicht, wann die Lehrveranstaltungen stattfinden, sondern suchen sich die aus, haben in den meisten Ländern auch gar nicht so die große Auswahl wie bei uns, muss man dazu sagen, sodass also die Planung einfacher ist. Und dann wird eine wöchentliche Planung gemacht, sodass jede Lehrveranstaltung in einen Raum reingeplant wird, der groß genug ist und zwei Lehrveranstaltungen,
deren Klientel eine nicht leere Schnittmenge hat, die werden dann eben auch, soweit es geht, zeitlich disjunkt geplant. Das geht an deutschen Hochschulen, zumindest an Universitäten, nicht so einfach, weil die Studierenden natürlich, weil wir wissen nicht, ich wusste bis eben wusste ich noch nicht, wie viele Studierende hier sitzen werden, wie viele Leute hier sitzen werden. Und ich weiß auch noch nicht, wie viele Leute bei mir Prüfungen machen werden. Das war jetzt ein Ergebnis, auch eine interessante Erfahrung vom letzten Semester, dass erheblich mehr Leute Prüfung angemeldet und absolviert haben oder noch absolvieren werden, als in der Vorlesung sitzen, was wohl sicherlich etwas mit den Aufzeichnungen zu tun hat. Das heißt also, durch die Aufzeichnung hier handle ich mir wahrscheinlich dasselbe Problem wieder ein, dass sehr viel mehr Leute dann zur Prüfung kommen werden, als hier sitzen. Ich weiß auch schon von einigen Leuten, dass sie die Veranstaltung belegen wollen, obwohl sie einen zeitlichen Konflikt mit anderen Lehrveranstaltungen haben. Hier können wir nur Schätzwerte angeben. Ja? Wir wissen, in der GDI 1 werden so und so viele Leute erwartet. Das wissen wir aus irgendwelchen Erfahrungen heraus. Müssen uns überlegen, ob das Audimax ausreicht oder ob eine Übertragung in einen anderen großen Saal notwendig ist und so weiter und so fort. Aber ob das dann Ganze am Ende aufgeht, wissen wir nicht wirklich. Aber auch mit diesen Schätzwerten können wir natürlich eine entsprechende Spezifikation mit Inhalten füllen. Und jetzt kommen wir zu diesen Spezifikationen. Die ist ein bisschen komplizierter, deshalb ist sie auf zwei verschiedene Folien zerlegt. Hier sind nur erstmal nur die Deklarationen. Auf der nächsten Folie hier oben ist dann der Solve-Teil. So, gehen wir das mal durch. Was wir hier erstmal alles unbedingt brauchen. Wir brauchen natürlich die Anzahl der Lehrveranstaltungen. Also hier ist jetzt eine vereinfachte Situation auf den Folien. Das wird auf dem zweiten Übungsblatt natürlich komplizierter dann werden. Die vereinfachte Situation, wir gehen davon aus, eine Lehrveranstaltung gleich ein Slot und fertig. Hier betrachten wir auch noch nicht so Termine wie Kleingruppenübungen. Das müssen Sie dann auch erst auf dem zweiten Übungsblatt machen. So, hier haben wir also eine relativ einfache Version der Problemstellung zum Eingewöhnen. Anzahl der Halls, der Hörsäle und Anzahl der Zeitslots. Also Sie sehen, man kann das Ganze auch sehr abstrahiert betrachten. Wir brauchen eigentlich gar nicht zu wissen, ob jetzt ein bestimmter Slot um 8 Uhr morgens oder um 11 Uhr oder sonst wann stattfindet. Wir müssen sie nur identifizieren mit einem Index. Mehr brauchen wir hier zumindest in dieser einfachen Form nicht. So, jetzt können wir entsprechend, wie wir das schon gesehen haben, Ranges, Bereiche definieren. Für die Lehrveranstaltung 1 bis Anzahl der Veranstaltungen, für die Hörsäle 1 bis Anzahl der Hörsäle. Wir brauchen auch hier in diesem Modell nicht das komplizierte Hörsaal-Nummerierungssystem der TU Darmstadt hier zu realisieren. Wozu? Hier reicht es eine lineare Abfolge von Indizes. Jeder Hörsaal ein Index. Und genauso wie gesagt die Zeitslots. So, was wir brauchen ist für jeden Hörsaal die Anzahl der Sitzplätze. Das sind hier, soweit ich weiß, zum Beispiel 256, falls sich nichts geändert hat in der Zwischenzeit. Und für jede Lehrveranstaltung brauchen wir die Anzahl der Studierenden. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Hier an der TU Darmstadt können wir das nur als Schätzwert angeben. In den meisten anderen Ländern, soweit ich weiß, kann man hier tatsächlich den exakten Wert angeben, insbesondere in Ländern mit Studiengebühren, wo die Leute auf jeden Fall, selbst wenn sie sich abmelden von der Lehrveranstaltung, doch die Studiengebühren für diese Lehrveranstaltung zahlen müssen, was doch nochmal ein deutlicher Anreiz ist, sich vorher genau zu überlegen, welche Lehrveranstaltungen man belegt und welche nicht. Gut. Hier noch eine Vereinfachung. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel zu sagen, dass ich einen Bereich namens Boolean, es gibt keinen Datentyp Bool oder Boolean in OPL, aber es ist allgemeine Praxis, dass man sich dann eben den Bereich 0 bis 1, den Int-Bereich 0 bis 1 mit einem Namen wie Bool oder Boolean
definiert. So, hier sehen wir jetzt was Neues. Sie sehen, das hat irgendwas mit Arrays wieder zu tun und Sie können aus Ihren Vorkenntnissen von anderen Programmiersprachen, von Programmiersprachen sich vorstellen, was hier steht, vor allem wenn Sie Pascal-artige Programmiersprachen kennen, wo es exakt dieselbe Syntax ist, nämlich dass das jetzt kein eindimensionales, normales, sondern ein zweidimensionales Array ist, eine Matrix, Lectures, Kreuz, Lectures, also über die beiden Ranges, über die beiden Bereiche geht diese Matrix. Jeder einzelne Eintrag ist Boolean, ist also 0 oder 1 und wie der Name inconflict schon suggeriert, soll eingelesen von der Eingabedatei ein Eintrag für eine Lecture und eine andere Lecture 1 bedeuten, dass diese beiden Lehrveranstaltungen in Konflikt zueinander stehen. Bedeutet, zum Beispiel GDI 1 und Mathe 1 stehen in Konflikt miteinander, die dürfen nicht zeitgleich platziert sein. Ja, also hier in an der TU Darmstadt können wir nichts anderes tun bei der Platzierung der Lehrveranstaltungen, Konflikte vermeiden, die im Mustercurriculum, im Regelstudienplan drin sind. Aber wir wissen natürlich, dass die Studierenden beliebig wild ihre eigenen Semester zusammenstellen. Aber da wir keine Vorkenntnisse davon haben, wie die einzelnen Studierenden sich das zusammenstellen, ist es völlig unmöglich, darauf Rücksicht zu nehmen. So, das sind die gesamten Inputs hier. Die Lehrveranstaltung, die Hörsäle, die Zeitslots, Anzahl der Sitze in jeder Hörsaal, Anzahl der Studierenden in jeder Lehrveranstaltung und die Konfliktmatrix zwischen verschiedenen Lehrveranstaltungen. Und das soll rauskommen. Ja, was ist denn die Aufgabe, die bei einer Zeitplanung von Lehrveranstaltung rauskommen soll am Ende? Es soll für jede Lehrveranstaltung, so wie für diese hier, herauskommen ein Zeitslot. Montag 11:40 Uhr und ein Hörsaal. C205 im Gebäude S202. Und das sind die beiden Dinge, die wir vom Tool berechnen lassen wollen und daher hiermit wahr deklariert. So. Hier, schauen Sie bitte hier oben hin, da geht es weiter mit der Spezifikation, aber dann ist sie für diese einfache Situation, die wir hier betrachten, auch schon zu Ende. So, wird jetzt ein bisschen, wie Sie sehen, komplizierter, sind aber alles in etwas anderer Syntax, als Sie es kennen, sind trotzdem alles Dinge, die Sie kennen und die hoffentlich unmittelbar einsichtig sind, sobald Sie die Syntax verstanden habe, sobald ich Ihnen die Syntax erklärt habe. Also zunächst mal sehen Sie, for all können Sie auch mit zwei verschiedenen Variablen und Bereichen hier formulieren, bedeutet eben für alle i und j, für alle Lehrveranstaltungen i und Lehrveranstaltungen j, also für alle Paare von Lehrveranstaltungen i und j, soll Folgendes gelten, dass entweder der Hörsaal ungleich ist. Hier sehen Sie wieder wenn Sie Pascal-artige Sprachen kennen. In diesen Sprachen ist dieses kleiner größer das Zeichen für ungleich, was ja auch nicht ganz unlogisch ist. Nicht? Kleiner und größer ist eben dasselbe wie nicht gleich. Entweder ist der Hörsaal von I und J unterschiedlich oder der Zeitslot von I und J ist unterschiedlich. Oder beides, inklusiv oder. Ja, diese beiden Backslash und Slash zusammengenommen sieht's aus wie so ein V, was Sie als Zeichen für inklusiv oder kennen. Und genau das ist es hier auch, inklusiv oder. Wenn Sie zwei verschiedene Vorlesungen haben, dann dürfen Sie nicht sowohl im selben Hörsaal als auch zum selben Zeitslot sein. So. Ich habe eben verschieden gesagt. Hier, wenn ich hier mit for all mit i und j durch die Lectures gehe, dann gehe ich natürlich auch durch den Fall i gleich j durch. Und wenn i gleich j ist, dann möchte ich natürlich nicht die Bedingung plötzlich da haben, dass i und j nicht im selben Hörsaal zur selben Zeit stattfinden dürfen.
Deshalb muss ich hier von vornherein noch was ausschließen. Nur wenn i ungleich j sind, das Ungleich haben wir eben gesehen, wenn i ungleich j sind, dann soll diese Bedingung gelten. Also wenn Sie sich erstmal an diese ja durchaus intuitive Syntax gewöhnt haben, dann denke ich, man kann es lesen. Wenn i ungleich j ist, dann soll wenigstens der Hörsaal oder der Zeitslot unterschiedlich sein oder beides. Und dasselbe mit Konflikten. Für alle Paare von Vorlesungen in i und j, wenn die beiden in Konflikt zueinander stehen, wenn also an dem Matrix-Eintrag eine 1 steht, dann sollen die beiden Slots unterschiedlich sein. Hier betrachten wir noch nicht den Fall von sich überlappenden Zeitslots. Das betrachten Sie dann erst im auf dem zweiten Übungsblatt, wie gesagt. Ist ein Fall, der real in der TU Darmstadt vorkommt, dass Zeitslots von Lehrveranstaltungen sich teilweise überlappen. Ist halt so. So, und schließlich noch müssen wir dafür sorgen, dass jede Lehrveranstaltung in einen Hörsaal kommt, der groß genug sind. Also für jede Lehrveranstaltung soll gelten, dass die bei uns nur geschätzte Anzahl von Studierenden der Lehrveranstaltung nicht größer ist als die Anzahl der Sitzplätze in dem Hörsaal, der für diese Lehrveranstaltung vorgesehen ist. Man kann es lesen, nicht? Vielleicht nicht sofort, nicht so schnell, wie ich das jetzt gemacht habe. Gucken wir noch mal schnell. Die Anzahl der Studierenden der Lehrveranstaltung I, das betrachten wir für jede Lehrveranstaltung I, soll kleiner gleich der Anzahl der Sitzplätze sein. Natürlich in dem Hörsaal, in dem die Lehrveranstaltung I stattfindet. Welche ist das? Das ist Hall von I. Sie erinnern sich, wir haben einen Slot. Wir wollen einen Slot und eine Hall für jede Lecture herausbekommen. Und Hall von I ist dementsprechend der Hörsaal, der für diese Vorlesung vorgesehen ist. So, an dieser Stelle möchte ich mit OPL für heute aufhören. Ich würde gerne noch einen Schritt weitermachen, woanders hin, um Ihnen noch ein bisschen mehr von anderen Situationen her. So, Sie sehen, es wird auch mal bunt hier drin. Aber ich will da woanders hin. Nur als ein einfaches Beispiel, um Ihnen noch mal ein anderes Beispiel zu zeigen von Dingen, mit denen ich Sie hier konfrontieren werde, wenn Sie diese Veranstaltung belegen. Hier geht es jetzt gar nicht mehr darum, eine Problemstellung zu spezifizieren in einer formalen Sprache, sondern hier geht es um etwas anderes, nämlich eine Problemstellung, für die man nichts weiß, erst einmal nichts weiß, logisch zurückzuführen auf eine Problemstellung, von der man sehr viel weiß. Die Problemstellung, um die es hier geht, das ist nur ganz klein hier, DNA-Sequenzvergleich. Sie wissen aus dem Biologieunterricht in der Schule, dass die Erbanlagen jedes Individuums, egal ob Mensch, Tier, Pflanze oder etwas Niederes, dass das in DNA kodiert ist. In so einem langen, solchen langen Molekülketten. Für uns ist nur das wichtig, was wirklich an Informationen drin ist, also worin sich unterschiedliche DNAs unterscheiden. Und das haben Sie im Biologieunterricht, denke ich, gesehen, das kann man sehr gut abstrahieren. Das, was an Informationen in dieser Doppelhelix wirklich drin ist, kann man abstrakt sehen als einen langen String über einem Alphabet mit 4 Buchstaben. Und in Anlehnung an die 4 chemischen Verbindungen, die da drin stecken, nennt man deren Anfangsbuchstaben, nennt man diese 4 Buchstaben immer A, C, G und T. Ich habe lange vergessen, wie diese 4 chemischen Verbindungen heißen. Mein Biologieunterricht ist auch 30 Jahre her. So, was bedeutet es jetzt, zwei DNA-Sequenzen miteinander zu vergleichen? Wir reden jetzt nicht von so kleinen künstlichen Beispielen. Sie sehen hier Artificial Example, künstliches Beispiel. Bei Menschen reden wir, glaube ich, von DNA-Sequenzen mit Größenordnung 4 oder 5 Milliarden
einzelnen Zeichen, also mit solchen Strings. Aber hier geht es nur um das Prinzip. Was bedeutet es, zwei Strings miteinander zu vergleichen? Das bedeutet, zu versuchen, einen möglichst großen gemeinsamen Unterstring zu finden, dadurch, dass wir hier einzelne Zeichen matchen, ohne sich zu überschneiden. Ja, also keine zwei dieser Kanten dürfen sich irgendwie überschneiden. Das Matching oben und das Matching unten dürfen sich nicht gegenseitig überholen, sondern schön der Reihe nach immer zu matchen, gleich auf gleich. Und je größer dieser String von gematchten Zeichen werden kann, umso näher sind die beiden Individuen miteinander verwandt, deren DNA-Sequenzen wir hier verglichen haben. Diese zwei Individuen können zum Beispiel Individuen von zwei verschiedenen Spezies sein. Dann geht es in dem DNA-Sequenz darum zu vergleichen, wie nah die beiden Spezies zueinander sind, wie eng sie miteinander verwandt sind. Anderes Beispiel ist Ihnen auch geläufig. DNA-Sequenzen von mutmaßlichem Vater und mutmaßlichem Kind miteinander zu vergleichen. Und wenn eine sehr große Übereinstimmung herauskommt, geht man davon aus, dass der mutmaßliche Vater tatsächlich der echte Vater ist. So, wie kann man das machen? Hier sehen Sie das, worauf ich jetzt hier hinaus wollte. Man kann das Problem angehen als ein kürzestes Pfadeproblem, wie Sie das aus der GTI 2 kennen. Vielleicht haben Sie noch dunkel im Kopf, worum es da geht. Ja, im Grunde geht es um die Problemstellung, die in jedem Navi gelöst wird. Sie haben gegeben ein Netzwerk, gerichtete Kanten ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Sie haben darauf Längen auf den Kanten und Sie haben einen Startpunkt und einen Zielpunkt. Und da von Start in diesem Netzwerk mit diesen Kantenlängen wollen Sie einen kürzesten Pfad finden von Startpunkt zum Zielpunkt. Sie haben es in der GD2 anders gesehen. Sie haben da Stichwort Dijkstra gesehen von einem Startpunkt zu allen anderen Knoten oder All Pairs, Shortest Path. Sie haben gesehen von jedem zu jedem. Aber letztendlich die Aufgabe, die man typischerweise mit Dijkstra, mit dieser Variante von einem Knoten zu allem anderen, die man wirklich löst, siehe Navi, ist von einem Startpunkt bis zu einem Endpunkt. Wenn man bei dem Endpunkt angelangt ist, braucht man nicht mehr weitersuchen. So sieht das Netzwerk aus für dieses Beispiel. Hier ist der eine String, natürlich nur künstliche Beispiele, kurze Beispiele, und der andere String sind jeweils aufgeführt, jeweils abgetragen. Und Sie sehen schon das Bildungsprinzip für das Netzwerk. Sie haben für jedes Paar von Zeichen in dem einen und dem anderen String haben Sie so eine Zelle, bestehend aus vier Kanten. Die Kanten gehen nach rechts bzw. nach unten. Und dann haben Sie noch Diagonalen drin. Hier haben Sie eine Diagonale drin, weil diese Zelle ein T und ein T hat. Also zwei gleiche Zeichen. Oder so wie hier ein A und ein A. Überall da, wo Sie dasselbe Zeichen haben, haben Sie so eine Diagonale. Und die Diagonalen haben zum Beispiel Länge 0. Und die roten Kanten, die eigentlichen Zellenkanten, die haben zum Beispiel Länge 1. So, das können wir hierher gehen. Wenn Sie jetzt den kürzesten Pfad bestimmen, von links oben nach rechts unten, dann, das werden wir noch argumentieren, da muss man noch ein kleines bisschen argumentieren, dann wird dieser kürzeste Pfad tatsächlich eine maximale Anzahl von Diagonalen durchlaufen. Und eine maximale Anzahl von Diagonalen ist eine maximale Anzahl von Treffern. Ja, wenn ich hier runter gehe, hier einen Schritt runter an dem G vorbei, dann sehen Sie das hier daran, dass das G ausgelassen wurde. Oder wenn ich hier einen Schritt nach rechts gehe, an dem A vorbei, dann sehen Sie, dass hier, wo ist das jetzt, dass hier das A ausgelassen worden ist. Und eine Diagonale bedeutet eben, dass beide gleich sind und genommen worden sind, sodass ein kürzester Pfad zu einem maximalen Substring führt.
Wir werden noch mal kurz darauf eingehen. Also falls Sie das Gefühl haben, dass Sie das noch nicht so richtig verinnerlicht haben, macht es nichts. Es soll ja heute mehr darauf ankommen, dass Sie einen Einblick gewinnen. Hier, darauf will ich jetzt heute nicht mehr eingehen, ist noch ein anderes Beispiel für kürzeste Pfade. Ein wahrscheinlich auch eher unerwartetes Beispiel ist das, was in Tech und LaTeX, kennen Sie LaTeX? Ja, nicht? Ist das, was in Tech und LaTeX im Kern realisiert ist, um möglichst gute Zeilenumbrüche innerhalb eines Absatzes hinzubekommen. Hier sehen Sie das Problem. Was Sie oft in Zeitungen beispielsweise mit engen Spalten haben, Sie haben einen Text und der passt nicht gut in die Spaltenbreite rein und Sie haben verschiedene Möglichkeiten, wie Sie den formatieren können. Entweder so wie hier linksbündig mit Flattersatz rechts oder linksbündig und rechtsbündig mit Abständen zwischen den einzelnen Wörtern oder linksbündig, rechtsbündig mit großen Abständen zwischen den Wörtern und kleinen Abständen zwischen den Buchstaben. Haben Sie alle schon mal in Zeitungen oder sonst wo gesehen, nicht? Solche hässlichen Sachen. Und die Zielsetzung ist, möglichst eine möglichst hübsche Zeilenformatierung zu finden, also möglichst hübsche Zeilenumbrüche, sodass solche Sachen möglichst wenig passieren. Und wie man das durch Lösung eines kürzesten Pfade-Problems löst, in einem Netzwerk, das zuerst kompliziert aussieht, aber das einfach gebildet ist, das werden wir dann sehen in einem der nächsten Termine, falls Sie hier am Ball bleiben. Also, Sie kennen das. Ein Cliffhanger am Ende der Veranstaltung. Gut, damit bin ich mit meiner Übersicht, versuche Ihnen einen Einblick zu geben, durch. Ich denke, wir können hier auch an dieser Stelle sehen. Auch wenn es mir mehr Arbeit macht, würde ich mich freuen, möglichst viele von Ihnen durch diese Vorlesung, durch den Übungsbetrieb und dann hoffentlich auch erfolgreich durch die Prüfung begleiten zu dürfen. Und stehe Ihnen jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.